was du über unser Sonnensystem wissen musst. Die Sonne und ihre 8 Planeten. Das ist unsere Heimat im Weltall. Außerdem gehören noch Millionen kleine und große Felsbrocken dazu. Die meisten davon befinden sich zwischen Mars und Jupiter im Asteroidengürtel. Los geht's mit einer Reise zu den Planeten. Nummer 1 von der Sonne aus ist Merkur. Der kleine schwarze Ball, hier vor der Sonne, so sieht er durch ein Teleskop von der Erde aus. Seine Bahn verläuft sehr dicht um die Sonne. Deshalb wird es tagsüber extrem heiß. 430 Grad. Heißer als eine Herdplatte. Was, echt? An zweiter Stelle kreist die Venus um die Sonne. Ihre Oberfläche ist unter dichten Wolken verborgen. Darunter gibt es nur Felsen. Die Venus ist der Planet, der uns am nächsten ist. Sie ist mal morgens, mal abends sehr hell am Himmel zu sehen. An dritter Stelle finden wir die Erde, auch blauer Planet genannt. Das liegt an dem vielen flüssigen Wasser, das es hier gibt. Und zwar nur hier. Dank dem Wasser hat sich auf der Erde im Laufe von Milliarden Jahren Leben entwickelt. Eine Art von ganz vielen auf der Erde ist der Mensch. Und der hat entschieden, Pluto ist ein Zwergplanet. Unsere Reise durch das Sonnensystem geht weiter. Wo waren wir nochmal? Ach ja, beim Mars. Unserem zweiten Nachbarplaneten nach der Venus. Der Mars ist eine kalte, rote Steinwüste. Hier ragt der höchste Berg des ganzen Sonnensystems in den Marshimmel. Ein Vulkan, und er heißt Olympus Mons und ist etwa 24 Kilometer hoch. Vielleicht betritt auch schon bald der erste Mensch den Mars. Geplant ist ein Flug jedenfalls. Bis jetzt sind aber nur Sonden zum Mars geflogen, um den Planeten zu erforschen. Ah. Nummer 5 ist der Jupiter. Er ist der größte Planet des Sonnensystems und besteht komplett aus Gas. Der große rote Fleck ist ein Wirbelsturm und der ist so groß, dass die Erde dort zweimal reinpasst. Saturn, der zweitgrößte Planet des Sonnensystems, ist bekannt für seine Ringe. Aus der Nähe könnt ihr sehen, dass die aus ganz vielen Felsbrocken bestehen, die den Saturn umkreisen. Uranus und Neptun sind Nummer 7 und 8. Die beiden sind die äußersten Planeten des Sonnensystems. Hier ist es immer dunkel und kalt. Das Licht von der Sonne braucht 4 Stunden und 10 Minuten, bis es Neptun überhaupt erreicht. Unser Heimatplanet, die Erde, sie ist groß. Über 12.000 Kilometer im Durchmesser. Aber ihr ahnt es schon, es geht noch viel größer. Jupiter ist der größte Planet unseres Sonnensystems. So sieht die Erde im Vergleich aus. Auf dem Jupiter kann man nicht landen, denn er hat keine feste Oberfläche. Eine 50 Kilometer dicke Gasschicht umgibt ihn. Allerdings können die Wissenschaftler nur vermuten, was sich darunter befindet. Reinfliegen geht nicht. Was auffällt, ist der große rote Punkt. Das ist ein Wirbelsturm, der schon mehrere Jahrhunderte lang tobt. Hinter Jupiter liegt der Saturn. Auch er ist ein Gasplanet. Das Spannende an ihm sind die Ringe. Aus der Nähe sieht man, dass sie aus Unmengen Gesteinsbrocken und Staub bestehen. Wie sie entstanden sind, können die Wissenschaftler nicht genau sagen. Eine Idee? Vor langer Zeit näherte sich ein anderer Himmelskörper dem Saturn und wurde zerrissen. Seine Reste kreisen nun als Ringe um den Planeten. Der Uranus sieht wie eine milchige Kugel aus. Auf ihm ist es immer kalt, ungefähr minus 180 Grad Celsius.
Deshalb wird er auch Eisriese genannt. Er dreht sich nicht gleichmäßig um sich selbst wie die Erde, sondern er eiert. Und zum Schluss der Neptun. Seinen Namen erhielt er nach dem altgriechischen Gott der Meere, denn seine Oberfläche sieht so schön blau aus. Er ist der äußerste Planet unseres Sonnensystems. Der Abstand zur Sonne beträgt unglaubliche 4,5 Milliarden Kilometer. Auch auf ihm ist es bitterkalt. 1989 flog die Raumsonde Voyager vorbei und funkte diese Bilder zur Erde. Fast jeder Stern am Himmel ist eine Sonne. So wie die, die ihr tagsüber am Himmel seht. Aber wie entsteht so eine Sonne? Bei unserer ist das etwa 5 Milliarden Jahre her. Damals gab es statt Sonne und Planeten nur eine riesige Wolke. Nach und nach baute sich immer mehr Druck und Hitze auf und irgendwann machte es Bumm! Mit einer riesigen Explosion wurde die Sonne geboren. Und direkt nach der Geburt gab es noch keine Planeten, nur Reste von der Wolke. Die zogen sich zusammen und daraus entstanden in vielen Millionen Jahren die Planeten, wie wir sie heute kennen. Einer davon ist die Erde. Ihr Abstand zur Sonne beschert uns angenehme Temperaturen. Und der Mond sorgt dafür, dass sich die Erde gleichmäßig dreht. Und die Erde ist beschützt von den großen Planeten Jupiter und Saturn. Ihre Anziehungskraft ist so stark, dass sie die meisten Meteoriten abfangen, die sonst auf der Erde einschlagen würden. Unser Sonnensystem ist aber nur eines von vielen. In der Milchstraße gibt es mindestens 100 Milliarden Sonnen. Und Sternenansammlungen wie die Milchstraße gibt es auch wieder viele Milliarden. Und wenn ihr zum Himmel schaut, denkt daran. Irgendwo ist bestimmt jemand, der auch zurückschaut. Auf den Mond kann man sich einfach nicht verlassen. Mal ist er gar nicht da, dann nur halb und dann wieder ganz. Warum ist das so? Der Mond braucht einen Monat, um die Erde einmal zu umrunden. Er leuchtet nicht von selbst, sondern wird von der Sonne angestrahlt. Bei Vollmond ist er ganz zu sehen. Betrachten wir ihn dabei, ist die Sonne in unserem Rücken. Zieht der Mond nun weiter, treffen ihn die Sonnenstrahlen nur noch auf der linken Seite. Das nennt sich abnehmender Mond. Der Lichtschein wird schmaler, bis nur noch eine Sichel zu sehen ist. Zwei Wochen nach Vollmond sehen wir nur die unbeleuchtete Seite des Mondes, er scheint verschwunden. Bis es mit dem zunehmenden Mond genau andersrum wieder losgeht, bis zum nächsten Vollmond. Wie der Mond entstanden ist, weiß niemand genau. Wahrscheinlich traf ein Flugkörper aus dem All vor Milliarden Jahren die Erde. Dadurch wurden ganz viel Staub und Steine weggeschleudert und aus denen hat sich der Mond gebildet. Der Mond ist deutlich kleiner als die Erde. Am Tag wird es dort bis 130 Grad warm und nachts bis um die minus 150 Grad kalt. Anders als auf der Erde gibt es auf dem Mond keine Luft. Flüssiges Wasser ist auch nicht vorhanden. Nur an den Mondpolen hat man etwas Eis entdeckt. Und manchmal versteckt sich der Mond vor uns bei einer Mondfinsternis. Dann liegt die Erde genau zwischen Sonne und Mond und ihr Schatten lässt ihn blutrot erscheinen. Herzlich willkommen zu Wusels gemütlicher Frageecke. Kevin fragt, Wusel, kannst du Japanisch? Puh, leider nein, Japanisch ist eine echt schwere Sprache. Aber zum Glück habe ich ja meinen Universalübersetzer, den Blablabla 3001. Der verwandelt alles, was ich sage, automatisch in eine andere Sprache. Konnichiwa. Das war Japanisch und hieß Guten Tag. Dynamite. Das hieß Dynamit. Apropos, ich muss jetzt noch ein paar Explosionen vorbereiten. Ihr könnt euch ja noch ein Video angucken. Sayonara! Auf Wiedersehen!